Zombie Apocalypse. For generations, you've slept. No purpose. No call to wake you. Grenier. Seeds from the ruins of the old war, swallowing colonies whole. But there's still hope. The Tenno. Monuments of an ancient warrior caste. Scattered across frail worlds. Thank you.
left. Forgotten. Like a dream. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Nach dieser epischen Szene der Vorstellung von den drei Helden können wir uns nun einen aussuchen: Excalibur, Mac oder Volt. Wir haben jetzt gerade alle drei vorgestellt bekommen. Ich finde es sehr episch. Warframe wird das allererste Let's Play sein. Und hier dürfen wir uns erstmal entscheiden. Ich glaube, ich werde Volt nehmen. Bestätigen wir das Ganze. Und jetzt geht's los. Ich hoffe, euch gefällt das. Habt viel Spaß. Und jetzt bin ich erstmal wieder leise. Jetzt geht's, glaube ich, weiter. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. You're my prize now. Denno. No. We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I'm surging your Warframe's power systems. Ich glaube, ich bezweifle, dass wir... Boah. Eins für Schock. Alles klar. Dann schocken wir jetzt irgendwie alle. Boah. Leckig gut zu machen, will ich. Hoffe, das regelt sich jetzt. Alles klar. Ich mache jetzt einen kleinen... Ich hoffe, dass ich das so doch schnell geregelt bekomme. Anzeige vielleicht nicht auf... So. Bestätigen. Jetzt sollte das alles ein bisschen weniger leben. So. Ja, wie schon gesagt, das ist mein allererstes Display auf meinem Kanal Rage TV. Warframe. Einfach Bock, ein geiles Game, perfekt zu Let's Play. Ich dachte mir, wieso nicht? So. Ich kenne das Spiel schon ein wenig, habe es ein bisschen schon mal angezockt. Aber ich dachte mir, für ein Let's Play starte ich das Game einfach nochmal neu. Und ja, deswegen. Das hier. Ja. So. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen durchkämpfen. Ja, sollte jetzt schon besser, glaube ich, laufen. So. There's a cache of weapons ahead. Grab what you can. Perfektes Aim. So, da kommt gerade einer angeflogen. So. Den habe ich schon getötet. Wie können wir denn halt? So. Noch eine A hier. Fast übersehen, aber auch nur fast. So,
jetzt geht's immer weiter. Good. The extraction point is up ahead. Hurry, before Vor finds out you've escaped. Also wie gesagt, tut mir leid für die Lags. Ich versuche das bis zur nächsten Folge in den Griff zu kriegen. Ich weiß gerade selber nicht, woran das liegt. Oder woran das liegen könnte. Vielleicht weiß es ja einer von euch und könnte es dann netterweise in die Kommentare schreiben. So, jetzt geht's erstmal hier rüber. Hallo? Mensch, ins Kinders. Echt jetzt? Alter. Ich glaube, ich laufe da zurück. Ja. So. Geht's nach da oben? Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist aushaltbar. Ich weiß selber nicht, woran. Also. Ja, ich bin einfach mal wieder. Ihn gilt es ja zu töten. Ja, ich sehe dich auch. So, dann werden wir ab. And release the lockdown. Do that, and I will guide you to your old ship. It's your only chance. So, wenn das meine Aufgabe ist, dann mache ich das doch mal. Wo gehen wir jetzt nicht hin? The Queens want to destroy you. But I need to know more. So, die wurden erstmal kurz geschockt. Der hat einen mitbekommen. Die Empfindlichkeit ist auch echt extrem hoch in diesem Game. Oh, er lebt noch. So, was kann ich hier mitnehmen? Oh, ein Gewehr. Oh, oder ein Bogen. Ich glaube, ich entscheide mich mal lieber für den Bogen. Treffen würde, glaube ich, macht mir auch echt viel Schaden, aber. Wo denn? Ach ja. Wow. Also, das war jetzt hier gerade natürlich Aim auf großem Niveau. Naja. Ey. Das ist mit so einer hohen. Kann man anscheinend öffnen. Ja, kann anscheinend Stuff drin sein. Boah, das war natürlich auch ein Schwert. Du, gehen wir nicht auf die Eier. So. Oh, falsche Richtung. Das wird jetzt auch hier schon besser laufen. So. So, jetzt läuft das hier natürlich schon ein bisschen. So, das liegt natürlich jetzt schon mal ein bisschen besser. Boah! Diese Leere. Das liegt ja wie Butter. Stop touching me, you. So. Are my senses deceiving you? Operator. Hier kann man schon die Waffen wechseln. Enemy reinforcements are here. Ship Cephalon, we require immediate extraction. The operator is in danger.
I will need a few moments to cycle the engines. Tenno, are you afraid? You cannot hide from me, old eyes. I mark you. You will return to me. Hier sind keiner mehr. Das ist mein Schiff, ob ich dann gleich. So wie es aussieht. Auch wenn es, glaube ich, nicht gewollt war. Oder gewollt ist, wurde gesagt. Ja. Gott, mein Aim. Also, ich hoffe, dass ich das noch echt verbessert. Aber, okay. Mission, so wie es aussieht, schon mal geschafft. Schiff gerettet. Und jetzt heißt es wohl ab in den Orbit. Wunderbar. So. Erfolgreich Mission geschafft. Hey Tenno, you ready for today's deal? Jetzt werden uns noch ein paar Sachen. Operator, klar. You have returned. I am Ordis, ship Cephalon, a shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Order me to self-destruct. I will understand. Mhm. Also wie gesagt, ich kenne ja. The Grineer are ravenous for this old technology. It is superior to theirs. Perhaps there are systems left in the orbiter compartment? So, wie gesagt, ich kenne das Game ja schon ein bisschen. Look at this mess. Oh mein Gott, könnt ihr nicht aufhören zu reden? Components have been removed. The lower orbiter compartments have no life support. Schiff. Why did Schiff the operator abandon me? Heißt hier unten. Arsenal management could be restored if the operator wishes it. Das erste Segment, was wir gerade gesammelt haben durch die Mission, können wir auch schon einfügen und somit ist unser Schiff wieder aktiv. Und jetzt heißt es wieder aufbauen. Now I can supply the operator with better modified firepower. Oh, the violation. Those have been looted as well. So. We need to figure out what Captain Vore has done to you and stop him. Kann man den irgendwie ausmachen? I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. So. Hier. Ordis hopes the operator will punish the Grineer for dismantling it. Reicht doch jetzt, oder? Dankeschön. So. Jetzt können wir unsere einzelnen Sachen angucken. Bogen, jetzt haben wir natürlich noch nicht viel. Wir haben gerade erst die erste Mission gemacht. Und die nächste Mission wird dann wahrscheinlich sein, sich die nächsten Segmente zu holen. Ich kann dir einmal zeigen. Das ist die Erde. Unser nächster Punkt wird sein, oder hier genau, das wird unsere nächste Mission sein, die aber doch erst im nächsten Part kommen wird, weil es doch alles länger gedauert hat mit der Anfangsszene, als ich dachte. Ja, das wird dann die Erde sein und was noch vor uns liegt, ist das hier. Ihr seht, es gibt das ganze Sonnensystem, jeden Planeten, noch ein paar Extras. So, von der Erde können wir dann zum Venus oder zum Mars. Das heißt, im nächsten Part werden wir uns dieser Mission widmen. Oh, ich muss hier abbrechen, sonst startet sie. Dieser Mission abbrechen, Schiffspunkt reaktivieren. Und dann gucken wir mal, wie lange wir gehen. So. Aber das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Deswegen lasst ein Like und einen Kommentar da. Und bis zur nächsten Folge. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.